Ja, herzlich willkommen zum ersten Video 2020. Ja, es war dieses Jahr richtig still auf meinem Kanal, also kamen kaum Videos. Ja, deswegen fange ich jetzt mal wieder an mit, ich sag mal so, ich hatte es ja im letzten Video schon gesagt, ich mache dieses Jahr ein neues Format, beziehungsweise das hatte ich schon immer, aber nie nummeriert. Und zwar die XXL-Updates werden jetzt als Format quasi, das ist jetzt das erste, wenn ich wieder was kaufe, sammle das zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Ja, deswegen fangen wir mal an mit den ersten. Also ich habe jetzt hier wirklich jede Menge Filme. Ich mache jetzt nicht jetzt ein 4K-Update, ein Blu-ray-Update, ein, was ich, Mediabook-Update, obwohl ich nur eins habe. Aber das wäre mir jetzt so bubbelig, deswegen mache ich jetzt alles in ein. Dann jetzt entweder 40 Minuten. Aber manche gucken es halt gern, so Updates. Ich quatsche ein bisschen drüber und mach's nicht zu kurz diesmal, weil viele haben gesagt, ja, kurz und knapp. Wünschen sich lieber ein bisschen detaillierter und ja, machen wir. Also fangen wir mal an. Jetzt haben wir hier zuerst den Gesetz der Rache-Film im Mediabook. Habe ich mir mal jetzt gegönnt, sonst bin ich eher nicht so Mediabook, Steelbook-Fan, Mediabook eher, aber meistens immer zu teuer. Aber da es mein absoluter Lieblingsfilm ist und der richtig geil ist, der Film, habe ich mir den mal gegönnt. Ich habe hier die Limitierungsnummer 495 vom Birnblatt. Ein richtig schickes Mediabook. Ich habe sogar noch zu. Ja, also der Film ist wirklich richtig geil. Mit einer der besten Gerard Butler Filme. Ja, also wer den noch nicht kennt, kaufen. Fangen wir mal, machen wir mal weiter. Mit Gerard Butler machen wir mal zuerst die 4K-Filme. Es sind nur 6 Stück. Ich habe mal als erstes hier den neuen Gerard Butler Film Angel Has Fallen in 4K. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde die Teile richtig geil, die Trilogie. Hier Olympus Has Fallen, London fand ich richtig, richtig geil. Also viele mochten ja den, wie heißt der, London Has Fallen nicht? Ja. Aber ich mag den wirklich sehr. Also mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt der dritte Teil. Teil 1 und 2 gibt es noch nicht in 4K. Wenn die mal jeweils kommen, irgendwann in 10 Jahren. Oder ich habe hier Universum-Filme angeschrieben. Die haben mir noch nichts zugesagt, ob es kommt. Dann hole ich mir die auf jeden Fall auch noch. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Film. Ich mag auch Jared Butler sehr, sehr gern. Ja, jetzt hier im 4K, bestimmt ein richtig geiles Bild. Ja. Übrigens habe ich den Film hier in diese, was Neujahr war bei Saturn mit diese Club Kunden, wie war es, 15% auf Filme, habe ich mir den gleich mal gegönnt. Da habe ich mir noch ein paar andere 4K Filme, sind jetzt nur 6. Ich meine, ich hätte noch andere nehmen können, aber man muss nicht, sage ich mal jetzt, was man nicht will, gleich upgraden vor immer noch teuren Preis. Ja, da kommt dann schon, kann ich schon mal sagen, fürs nächste Update wirklich Hammerangebote an 4K-Filmen für 10 Euro. Klar, ältere. Da ist sowas dabei wie Purge 1 und 2 in 4K. Leider dann Teil 3 war nicht dabei. Die kamen 10 oder 12 Euro nur in 4K. Habe ich auf jeden Fall mal zugeschlagen. Hatten sie noch andere. Viele, viele Filme. Wird es natürlich auch Update geben. Ja. Bin ich froh, dass ich da nicht so viel bei der Aktion genommen habe. Machen wir weiter. Dann auf jeden Fall den, der mir noch gefehlt hat. Da ich dachte, nehme ich auf jeden Fall mit. Würde ich endlich mal gucken. Ich habe ja im letzten Update Hobbs & Shaw gezeigt. Und Fast and Furious habe ich 1, 2, 3, 6, 7, 8, Teil 4 und 5. Hat mir noch gefehlt. Ja, seht, Teil 4. Ja, viele dachten, er ist der erste, aber nee, ist Teil 4 steht ja auch hier dran. Fast and Furious neues Modell Originalteile. Ja, cooles Cover. Ja, was soll ich sagen? Fast and Furious, ab hier waren ja schon viele raus oder viele waren bei denen noch. Obwohl ich sagen muss, ab der 5 war es doch richtig geil. Also, viele meckern immer über Fast and Furious. Ist nur noch Action, ist kein Autorennen mehr wie damals. Ja, aber ganz ehrlich, niemand hat die Frage gestellt, die ich mich schon seit Jahren frage. Wenn wirklich alle Filme über Autorennen und Tuning wäre, das wäre doch langweilig geworden, finde ich. Oder?
Wie gesagt, das ist Teil 4 von Fast and Furious in 4K. Und dann natürlich noch den fünften. Dann habe ich jetzt alle, inklusive Hobbs und Shaw. Dieses Jahr kommt ja der neunte. Übrigens, nächste Woche Freitag kommt der erste Trailer von Fast and Furious 9. Der ist am 31. Januar. Jetzt hier Teil 5 noch in 4K. Jetzt habe ich alle. Gucke ich mir jetzt echt mal alle an. Bin schon sehr gespannt drauf, wie das ist. Ja, der war, ich fand den auch mit am coolsten mit 7 und 8. Teil 6 fand ich auch cool, aber fand ich jetzt nicht so stark. Auf jeden Fall jetzt hier Teil 5, Fast and Furious. So, machen wir mal weiter mit einer Reihe, die ich jetzt auch vollständig habe. Ich habe mir die letzten drei MCU-Filme in 4K gegönnt. Seht schon hier im schicken Pappschuber. Hier seht ihr auch Saturn. Ja. Soll ich sagen, jetzt habe ich endlich alle 23 MCU-Filme. Da ist ja, wann kamen die raus? Oktober. Sind dann noch die zwei anderen, die letzten. Spider-Man habe ich auch. Ich habe wirklich jetzt alle. Auch noch einen Pappschuber bekommen. Obwohl ja die, was war's, Captain Marvel, Endgame, die waren ja leider nicht im Pappschuber. Und Spider-Man ist ja Sony, die waren ja eh nicht. Was schade ist. Aber wenigstens habe ich die noch bekommen. Ja, richtig cooles Cover. Film fand ich auch gut. Einmal Ant-Man. Dann natürlich der, darf nicht fehlen, der erste Guardians in 4K. Auch richtig geiler Film. Ich fand den auch noch besser als Teil 2. Viele finden Teil 2 besser. Aber ich mag den lieber irgendwie. Ich weiß nicht warum. Jetzt hier auch noch ein Pappschuber in 4K schön. Ja, was soll man zu dem Film sagen? Guckt euch an, wer noch nicht kennt. Richtig, richtig geil. Also ich werde auch mal so ein Video machen und da zeige ich euch mal alle Fast and Furious Filme in 4K und auch mal alle MCU Filme. Das gibt kein Video auf YouTube, kein deutsches, wo einer alle 23 MCU Filme in 4K vorstellt. Ich glaube, es gibt kaum welche, die alle haben. Also deswegen. Einmal hier noch der und dann der letzte. Ist einmal hier Doctor Strange in 4K. Richtig geiler Film mit Benedict Cumberbatch. Kommt jetzt bei Teil 2. Ja, auch noch ein Pappschuber. Leider sind ja nur die älteren im Pappschuber gekommen und die neuen nicht, was keiner verstanden hat. Naja, auf jeden Fall auch richtig geil der Film. So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den Blu-rays. Ich fange mal an mit den Neuheiten, die ich gekauft habe. Im Januar kam jetzt nicht so viel. Ganz, ganz wenig. Also sind viele auch aus Aktion. Werdet ihr dann sehen. Hier hat man einmal hier Stuber. Wieder in Deutschland, nicht in 4K, wegen Fox. Die bringen ja viele, viele Filme bei uns nicht raus in 4K, die es in 4K im Ausland gibt. Schade eigentlich. Freue ich mich trotzdem drauf. Stuber. Klassische Buddy-Komödie trifft auf coole Action, TV-Movie. Also ich freue mich wirklich sehr schon auf den Film. Der wird bestimmt richtig lustig. Einmal Stuber mit hier aus Deadpool, ihm hier, dein Taxifahrer und hier Dave Bautista, ist klar. So, dann auch eine neue Komödie. So von Seth Rogen, von den Machern von Seth Rogen. Einmal Good Boys, nichts für kleine Jungs. Ja, also Trailer sieht schon mal richtig nice aus. Bin ich auch schon gespannt. 90 Minuten, also so eine kleine unterhaltsame Komödie. Ja. Und Seth Rogen Humor geht immer. Er hat ja auch so einen kleinen Cameo-Auftritt. So, ja, so einen kleinen. Bin ich auch schon gespannt auf den Film. Hätten wir hier Playmobil, der Film. Der musste einfach sein. Damals schon als Kind immer mit. Ja, ich war nie der Lego-Fan. Ich habe lieber mal mit Playmobil gespielt, also deswegen muss es auf jeden Fall sein. Ist ja nicht so gut angekommen, hier auch in diese 15% Aktion gekauft. Ja, bin ich mal gespannt, habe ich ja noch nicht gesehen. Wie der ist, weiß ich nicht, aber die Lego-Filme waren auch cool. Ich denke mal, der wird auch nicht schlecht sein. Ja, mal schauen. Hätten wir hier. Den hatte ich eigentlich nur genommen, weil Müller so ein Angebot hatte in der ersten Woche vom Neujahr. Hatten sie den Film auf Blu-ray für 9,99 Euro.
im Angebot. Da habe ich echt gedacht, nehme ich mal mit. Kam mir überall 15 Euro, Benjamin Blümchen. Ja, mal schauen. Sieht jetzt nicht so geil aus, die Animation, aber denke mal, so scheiße wird er nicht sein. Ja, für 10 Euro kann man mal mitnehmen. So, das waren erstmal die Neuheiten von Filmen. Jetzt kommen so, ja, ein paar ältere. Hatten sie zwei Aktionen. Die erste zeige ich erstmal so. Also viele Studio-Kanal-Filme auf Blu-ray 5 Euro. Natürlich keine neuen, viele ältere. Da habe ich mir auch mal ein paar genommen. Hätten wir hier als erstes mit Val Kilmer, Spartan. Ja, ist so ein Rachefilm. Was Rachefilm? Nee, irgendwie wird hier eine Tochter entführt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ein gnadenlosen Thriller mit nervend aufreibenden Twist zeigt sich mal Kilmer in Bestform. Ja, ist so von, wann war es? 2003. Ich glaube, hier wird ein Mädchen, entweder seine Tochter oder es wird einen entführt und da wird die. Ich glaube auch, seine Tochter wird hier entführt. Ich bin auch nicht sicher. Auf jeden Fall ist es so ein Rachefilm. Also ziemlich geil, auch der Trailer hier. Spartan. Wer noch nicht kennt, kann hier mal angucken. So. Dann für 5 Euro. True Story, Spiel und Macht. Da bin ich schon länger dran gewesen an dem Film. Den wollte ich schon länger mal haben. Ist hier mit Jonah Hill. Arthouse ist ja Studiokanal. Ja. Sieht auch ziemlich cool aus. Ist ja hier von 20th Century Fox. War ja mit Pyramid oder wie der heißt, dieser Horrorfilm. Die kam ja von die nicht raus. Da hat sich ja Studiokanal damals die Rechte gesichert. Aber war damals nicht bereit. 15 Euro. Und der hat echt lange gedauert. Er hat einmal 5 Euro war. Habe ich jetzt mitgenommen. 5 Euro. Top. Mal sehen, wie er ist. Der hat mich auch schon länger interessiert mit Mark Strong, Mindscape. Ja, ist auch so, was ist es so, Kriminal, ja, so Kriminalpsychologe, hat die einzigartige Fähigkeit, in das Gedächtnis anderer Menschen eintauchen zu können. Ja, habe ich mir auch mal vor ein paar Monaten Trailer gesehen. Ich dachte, die nutze auch mal in der Bio ist um Schrubs, war auch 5 Euro. Ja, denke ich mal richtig nice. Dann haben wir hier noch Bauernopfer. Ist hier mal wieder mit Tobey Maguire und Liev Schreiber. Da geht es so um Schachspiel. Also seit längerem mal. Der ist auch schon, glaube 3 Jahre oder 4 Jahre alt. Und endlich mal wieder Tobey Maguire zu sehen nach Spider-Man. Freut mich. Ja, mal sehen. Schach ist Krieg auf dem Brett. So als Aussage hier. Dann total verrückten Film, auch in so einem goldenen Pappschuber. Hier von Matthew McConaughey. Oscar-Preisträger Matthew McConaughey, Gold. Kia hat eine neue Farbe. Ist glaube ich hier zum Abziehen der Dings. Der FSK-Sticker. Ja, also sieht so, was war das jetzt hier? Sieht so, ja, so ein Abenteuerfilm ist es schon. Also ich kann es ja mal vorlesen. Eine kühne Idee, ein unglaubliches Abenteuer, ein Riesenskandal und ein brutaler Absturz. Matthew McConaughey giert nach Gold und nach dem großen Durchbruch gemeinsam mit den Geologen Edgar Ramirez hier startet er waghalsigen Abenteuer. Also so, ja, ist so ein Abenteuer für mich, schon sagte. So süchtig nach Gold, aber richtig cool mit so einem goldenen Pappschuber. Ja. Mal den. Dann hier habe ich eigentlich nur genommen wegen, ich mag halt Nick Frost. Das ist ja der aus Shaun of the Dead. Was haben sie noch gemacht? Hot Fuzz. Paul. Also richtig cool. Ja, das soll ja auch nicht schlecht sein. Ich hatte damals so gedacht, ja, Tanzfilm. Aber soll richtig cool sein. Ist, glaube ich, noch eine warme Begebenheit. 1987. Einmal Cuban Fury. So, dann hätten wir als nächstes den Film noch nie gesehen.
Mit Van Damme Kickboxer. Ist ja schon ein Klassiker eigentlich. Gibt es ja 4 Teile, oder? Ich bin nicht sicher, ob es da noch mehr gibt. Ich glaube, nur der ist hier von Studio-Kanal. Bin jetzt nicht sicher, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall nur was mal den. Ich würde den erstmal angucken, wenn mir die anderen, also wenn mir der Teil fällt, werde ich auch die anderen mitnehmen. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich mal mitgenommen, ja, die hatten sie beim Mediamarkt, da hatten sie so Sony-Filme vor 5,55 €. Habe ich mal mitgenommen. Einmal 12 Feet Deep, Gefangen im Wasser. Habe ich damals mal so einen Trailer vorgeschlagen gekriegt und sieht ziemlich cool aus. Sieht halt drum um zwei Frauen. Also hier kann ich erklären, was sieht. Zwei Frauen sind unter Wasser, tauchen. Und dann geht dieses, also es sind so ein Schwimmbad und dann geht dieses Becken zu und die sind da drunter gefangen. Aber kriegen trotzdem Luft, weil noch da so ein Luft ist, so ein bisschen. Ja. Und hier spielt auch Tobin Bell mit, den man als Jigsaw kennt. Ja, ihr seht es ja, hier kriegen die noch Luft. Ja, es soll jetzt nicht der beste Film sein, aber ich denke mal, wird richtig nice. Wollte ich damals auch schon gleich kaufen, aber ja, 5,55 €. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. So, machen wir weiter mit diesen 5 € Studio-Kanal-Filme. Hat man einmal hier The Girl Next Door. Unzensierte Version. Unzensiert auf Blu-ray. Ich weiß nicht, ob es den jemals geschnitten hier hab. Ja, das ist irgendwie so. Ihr lernt so ein Teenager, also er hier, so eine Frau kennen, aber da weiß nicht, dass die Model ist und so. Ist schon ziemlich cool und witzig. Ihr macht der Trailer. Habe ich auch mal mitgenommen. Ich meine, 5 € macht man echt nicht falsch. Dann hätten wir einen Statham-Film, der hat mir auch noch gefehlt, mit Wesley Snipes. Einmal hier Jason Statham, Ryan Phillippe und Wesley Snipes. Hier die ganzen Filme, wo sie mitgemacht haben: Transporter 1 bis 3, Bankjob, LA Crash, Eiskalte Engel. Blade 1 bis 3 und Gesetz der Straße. Chaos. Habe ich wirklich noch nie was gehört von dem Film. Also muss schon. Ich weiß jetzt nicht von wann. Hier steht 2010. Ich weiß nicht, ob der da rauskam. Weil hier hat der Statham noch Haare. Der hat jetzt keinen. Aber ich denke mal, da wird cool. Hier zum so einen Banküberfall. Hier habe ich aber noch keinen Trailer geguckt. Den habe ich einfach so mitgenommen. Statham geht immer. Ich habe noch nie einen richtig schlechten Film. Gut, ein, das ist Wildcard, den fand ich wirklich schlecht. Aber sonst habe ich wirklich noch keinen wirklich schlechten Film gesehen. Mit ihm. Ja, Chaos einmal. Dann hätten wir einmal mit Robert De Niro und Al Pacino, Kurzer Prozess, Whitewash Kill. Nichts gegen eine kleine Schießerei, solange es die richtigen trifft. Da soll wohl auch ziemlich gut sein. Da habe ich auch keinen Trailer geguckt. Weiß ich jetzt nicht, um was es geht. Jetzt um so einen Serienkiller. Macht New York City unsicher. Also, mit App, das ist auch so ein, glaube ich, älterer von 2009. Also auch schon wieder 10 Jahre, 11 Jahre alt. Einmal hier, kurzer Prozess. Dann hätten wir einmal noch hier. Den Film mit Ryan Gosling, Ewan McGregor und Naomi Watts, Stay. Hier hatte ich auch einen Trailer geguckt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, um was es ging. Bei so vielen Filmen. Der junge New Yorker Psychiater Sam Foster hat einen neuen Fall. Nach einem Autounfall auf der Brooklyn Bridge leitet Henry Latham, also Ryan Gosling, an Amnesie. Dafür macht er nun bizarre Vorhersagen, die sich nach und nach aus unerklärlichen Gründen bewahrheiten. Junge, das ist so eine scheiß Schrift hier, grün auf schwarz. Das kann kaum ein Mensch lesen. Ja, also der Trailer sah auch geil aus, wie gesagt. Ihr könnt ja mal gucken. Die Filme sind alle noch bei Saturn im Mediamarkt erhältlich für 5 €. Guckt euch einen Trailer an. Ich meine, kann man nicht viel falsch machen, aber diese älteren Filme sind sowieso meist besser als die neuen, die kann man sich öfters mal geben. Ich habe auch jetzt hier so den letzten, was war's?
Ich komme jetzt nicht drauf, was in so einer Leichenhalle ging es da. Auch mit Ethan McGregor, der war auch ziemlich geil. Ich habe einmal hier einen Film mit Samuel Jackson. Einmal Fresh. Auch noch nie was gehört über den Film. Hier hatte ich keinen Trailer geguckt, ist von Pulp Fiction und Inglourious Basterds. Da geht es irgendwie, ging es da um Football. Im preisgekrönten Regiedebüt von, ja, bla bla bla, geht es um den 12-jährigen Michael, den alle nur Fresh nennen. Er arbeitet als Kurier für die härtesten Drogenhändler seines 40. Ah ja, da ging es um Drogenhändler. Das läuft dann irgendwie aus dem Ruder oder so war das. Also ich habe die Trailer wirklich im Dezember angeguckt oder so. Ich kann mich kaum noch erinnern. Aber besser ist es, da weiß man noch nicht so viel mehr, wenn man jetzt den Trailer erst vorher geguckt hat. Dann weiß man immer den ganzen Film eigentlich. Einmal hier The Factory mit John Cusack und Jennifer Carpenter. Hier ging es, glaube ich, so um Frauen, die immer verschwinden. Und also da bringt die immer um. Da schlägt meist immer bei schlechtem Wetter zu. Steht jetzt hier. Ja, also der Trailer sah auch ziemlich nice aus. Ich glaube, da kamen die im Kino 2013. Ja, John Cusack ist jetzt auch nur noch eigentlich ein B-Movie-Darsteller. So richtig viel macht er ja nicht mehr. Ja. Hätten wir hier als nächstes noch lange nicht fertig. Hätten wir hier als nächstes aus der Aktion As Good As Dead. So gut wie tot. Der spielt die Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Natürlich, den Film kennt er bestimmt. Saw, den ersten, dieser Blonde. Der spielt hier die Hauptrolle. Hier seht ihr ihn auch. Ja. Was ging jetzt hier? Ethan, geschiedener Vater und Fotojournalist, hat ein Problem mit seinem Vermieter. Das Haus soll abgerissen werden, regelmäßige Besuche und Belästigungen sind die Folge. Als eine bewaffnete Truppe bei ihm einbricht, geht es jedoch um viel mehr. Anhänger einer religiösen Sekte machen ihn für den grausamen Mord an ihren Anführer verantwortlich. Also der Trailer sah auch richtig geil aus. Ja, habe ich mir auch angeguckt. Ist auch ab 18 hier, diesmal auch wirklich, nicht wieder hier. Trailer, machen wir ab 18. So, dann noch ein Film aus dem Müller. Den soll zwar auch im Euro-Shop geben, aber nicht gesehen. Ich habe mir mal mitgenommen für 5 Euro. Steht auch dran, noch 5 für 20. Primeval, Rückkehr der Urzeitmonster. Kennen bestimmt viele noch damals bei ProSieben. Hier steht sogar noch. Ja. Ist jetzt Staffel 4.2. Die anderen hatten sie nicht. Habe ich mir einfach mal mitgenommen. Bestimmt. Oh, ich habe das damals im Fernsehen gesehen, aber ewig her. Das ist bestimmt schon, ich weiß nicht wie lange, aber lass es 8 Jahre her sein, woran das kam. Ich kann hier mal gucken. 2011, ja, habe ich doch gesagt, so 9, 8 Jahre ist das schon alt. War aber ziemlich cool immer damals. Ja, dann habe ich noch ein paar Filme vom Euroshop, aber also ich weiß nicht, ob es an die Videos liegt, die manche YouTuber machen, oder ich habe ja jetzt auch ein paar Videos über diese Euroshop-Filme gemacht, dass die jetzt alle wie verrückt die kaufen, die Filme. Ich habe mal als erstes hier, ich habe nur drei, seht ihr, drei Filme nur vom Euroshop. War wirklich, vielleicht 20 Blu-rays waren noch da, und da war eine Serie 10-mal noch da. Also DVDs hatten die noch genug, aber Blu-rays waren fast weg. Hätten wir hier Prey, die Beute Staffel 2 mit Philipp Klenister, keine Ahnung. Ja, noch nie was gehört. Wie gesagt, ich habe das blind mitgenommen. Das kam nur 1 Euro und sind 7 Folgen oder so, 3. Es ist eine Serie mit 3 Folgen. Hätten wir hier noch die Gang Auge im Auge oder Auge um Auge mit Matthias Schönartz und Silvia Höx. Ist ja, glaube ich, ein Deutscher. Ich bin noch nicht sicher. Ja, keine Ahnung, was da geht. Das ist, glaube ich, ein Film von Koch Media. Geht 111 Minuten. Den habe ich auch nur blind mitgenommen, mit dem Cover, und ja, sah cool aus für Euro.
Und den letzten hier von Studiokanal Sweetwater, Blut schreit nach Blut. Mit Ed Harris, January Jones, Jason Isaacs. Ja, eigentlich kennt man die anderen nicht. Also die kenne ich noch aus hier einem Liam Neeson-Film. Hier ist Ed Harris. 95 Minuten. Mal schauen, wie der ist. Sweetwater. Habe ich von Sweet Hurts gesagt, dann habe ich mich versprochen. Sweetwater heißt der. So, dann noch eine richtig geile Aktion bei Saturn. Hatten die drei Blu-rays für 10 Euro, also auch DVDs, aber ich kaufe ja keine DVDs mehr. Und auch Studio-Kanal-Filme. Drei Blu-rays für 10 Euro waren aber andere dabei als die vorher für 5. Ja, quasi pro Film 3,33 € und da habe ich echt mal ein paar zugeschlagen, habe ich 12 Stück genommen. Hätte mal jetzt erstes hier Gone Baby Gone mit Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman und Ed Harris. Hier geht es um so ein Mädchen, was entführt wird. Und Casey Affleck ist quasi der, ja, ist er Polizist, der soll das Mädchen finden, verspricht das der Frau. Ja, aber schafft es dann doch nicht. Aber naja. Ja, also sieht richtig geil aus. Der Trailer soll auch ein richtig geiler Film sein. Bin ich auf jeden Fall schon gespannt. Ja, also ich kann jetzt nicht zu jedem Film was sagen. Bei diesen älteren Filmen, die kauft man sich vom Preis. Ich mach mal scharf. Vor 3,33 musste man schnell zuschlagen, weil die waren wirklich gleich weg. Hier mit Matt Damon, Edward Norton, John Turturro, den kennt man von den Transformers-Filmen, Famke Janssen, John Malkovich. Das ist so, denke ich mal, so ein Casino-Film. Es geht um alles oder nichts. Ja, mal schauen, wie der ist. Dann hier ein Klassiker, Good Will Hunting. Ich habe wirklich noch nicht einen Trailer gesehen, ich kenne den Film auch nicht. Ist ja ein Klassiker schon. Ich glaube, es geht hier um Matt Damon, dass das so begabt ist. Digital Remastered mit bestem Bild. Hier leider ja schon tot. Also Robin Williams, ich mochte den wirklich sehr. Finde ich echt schade. Dann haben wir noch einen Film mit Matt Damon. Der talentierte Mr. Ripley. Da habe ich jetzt auch keinen Trailer. Und hier spielt noch der. Ja, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Vielleicht steht hier drauf. Jude Law spielt auch mit. 140 Minuten. Arthouse Studio-Kanal. Bin ich auch schon gespannt. Also, ich habe wirklich jede Menge dann zum Gucken. Ich glaube, so viele Filme im Januar habe ich mir noch nie geholt. Dann kommen ein paar Tarantino-Filme. Habe ich noch nicht gehabt. Auch noch nie gesehen. Also. Viele Klassiker kenne ich noch nicht. Hat man hier einmal Pulp Fiction. Special Edition. Geht hier mit Samuel Jackson und John Travolta von 1994. 154 Minuten. Wirklich noch nie gesehen. Ja, viele wollen mich jetzt steinigen, aber habe ich wirklich noch nie geguckt. Bin ich schon richtig gespannt, wie das ist. Dann haben wir hier zwei Teile geholt. Also ich habe zwei Teile geholt, nicht wir. Auch noch nie geguckt, Kill Bill, Volume 1, ab 18. Ja, ich kann, wie gesagt, nichts zu dem Film jetzt sagen. Hier kenne ich auch nicht. Kein Trailer, ich gucke nur wegen Tarantino, weil ich die endlich mal haben wollte. Und Kill Bill 2. Dann hätten wir hier noch den ersten Sin City von Quentin Tarantino und ja, Robert Rodriguez hat eigentlich Regie und Dings nur neben Dings. Quentin Tarantino hat nur neben Director gespielt, gemacht.
Hier habe ich schon den zweiten Teil. Den habe ich noch nie geguckt. Ich habe mir den damals zum Release, ich glaube, für 12 Euro gekauft. Aber hier auch noch Bruce Willis in der großen Rolle. Jetzt macht er nur noch B-Movies. Ich habe den nie geguckt, den zweiten, weil ich ja erst den ersten gucken wollte und kaufen, aber nie gekauft. Jetzt für 3,33. Kann man nicht meckern. Dann noch ein Film mit Mark Wahlberg, Director's Cut und Kinofassung. The Yards im Hinterhof der Macht, kenne ich auch noch nicht. Hier auch dabei Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, der Joker und Charlize Theron. Bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt nicht, ob der nur schwarz-weiß ist, weil hier alles so dunkel ist. Keine Ahnung. Ich hoffe es nicht. The Yards. Dann haben wir hier noch einen Tarantino-Film. Jackie Brown. Ja, das soll ja nicht so geil sein. Aber Samuel Jackson ist ja in fast jedem Film dabei, eigentlich bei ihm. Special Edition, Arthouse. Kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Dann glaube der erste Film von Quentin Tarantino ist Forums. Steht nicht scharf. Ja, ist ja der erste Film von Quentin Tarantino. Auch noch nie gesehen. Und der letzte Film ist Aviator mit DiCaprio. Also auch für 3,33 Toppreis. Ja. Auch noch nie gesehen. Viele Klassiker jetzt für den Preis genommen. Zum Gucken mal. Ja, das war's. Jetzt sind wir wieder hier bei Gesetz der Rache, habe ich euch ja schon gezeigt. Das war mein XXR-Update im Januar. Kann schon ja nicht mal sprechen. Also ist wirklich eine Menge. Ich habe schon wirklich zu jedem Film immer so 30, 40 Sekunden gesprochen, aber seht ihr bei der Menge, sind es jetzt schon wieder fast 35 Minuten. Ja, aber wer sich jetzt das YouTube angucken will, keine Ahnung, kann das tun. 35 Minuten, schön Filme zeigen, bisschen hören. Mache ich ja auch gern über andere Filme. Über andere Filme, über andere YouTuber meine ich. Ja. Also das wird dann das neue Format. XXR-Update. Wird ja sehen, wie es dann endgültig heißt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es dann nenne. Ja. Das war erstmal die erste Ausgabe. Die zweite. Lässt nicht lange auf sich warten, klar, bis ich dann wieder alles hab. Wie S2 habe ich noch nicht, Rambo 5, die werden auf jeden Fall noch im 4K geholt. Und dann werden die anderen, die ich vom Mediamarkt habe. Da war auch mal im, ich weiß nicht, war es Restposten, da hatten sie im Herzen der See für 10 Euro die 4K. Mama Mia 2, die 4K für 10. Und die Schlümpfe für 10 Euro, alle drei in 4K. Habe ich auch in so und so 4K-Gruppe gepostet und war gleich weg. Ich habe sie noch gekriegt. Und danach war ja dieses Winterschlussverkauf oder WSV. Wahnsinns schnell verkauft. Ich dachte immer Winterschlussverkauf. Nee, wahnsinns schnell verkauft. Und da hatten sie auch viele 4K-Filme. Und da habe ich auch, ich weiß gar nicht mal wie viel, 10, ich weiß es nicht. Also die kommen auch nochmal dazu. Dann noch zwei neue. Also werden die nächstes Mal noch mehr 4K-Filme. Ich meine, für die Preise muss man sie nehmen. Die meisten wollen sie loswerden jetzt mal die Shops, weil ich meine, so ältere für 30 Euro kauft einfach keiner. Es ist einfach so. Weil neue, sage ich mal, ist es in Ordnung, aber die älteren könnte man mindestens 20 Euro würde da locker reichen. Aber manche Filme 40 Euro im Steelbook dann noch und wie Shining und so, das finde ich dann echt übertrieben. Ja, auch Shining habe ich gesehen in 4K. Richtig, richtig geiles Bild. Also Wahnsinn, was die da aus diesem Material von 1980 rausgeholt haben. Echt geil. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Für die lange Zeit, wer bis jetzt durchgehalten hat oder wer geskippt hat. Guckt es euch auf jeden Fall an, sind richtig geile Filme dabei. Klar, jetzt nicht so viel neue, aber es sind auch nicht viele neue rausgekommen. Und ich hätte auch nicht so viele Filme gekauft, aber diese
Angebote waren halt zu verlockend. Ich meine, 3,33 pro Film und dann 5 Euro pro Film, die sind alle interessant. Die wollte ich eh schon haben. Da musste man einfach zuschlagen. Es sind ja viele schon ausverkauft. Ja, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zusehen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo da, wenn ihr jetzt hier auf das Video gestoßen seid. Kommt da immer und macht die Glocke aktiv, dann bekommt ihr Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt von mir. Es kam ja länger kein seit Silvester. Ja, aber ich hatte auch nicht weiter gekauft, das war erst jetzt vor kurzem. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und ciao.